Apropos Tore, was bringen Standardsituationen in der Bundesliga? Zum Beispiel Einwürfe, selten so gefährlich wie in dieser Spielszene. Bis heute warfen die Spezialisten 655 Mal in den Strafraum ein, mit mäßigem Erfolg. Direkt im Anschluss fielen nur 3 Tore. Wie es geht, zeigten Herthas Amateure im Pokal-Halbfinale gegen Chemnitz. Einwurf, Ballannahme, Schuss und Tor. So einfach ist das. Die Mannschaft des Jahres morgen komplett zu Gast in Ranissimo. Heute die große Hertha, zweite Liga, gegen den VfL Osnabrück. Reporter Michael Wedegärtner. Wir schuften wie die Amateure im Pokal, versprachen Herthas Profis vor dem Spiel und bestimmten von Beginn an die Partie. 13. Minute, Hertha in den blauen Trikots, Flanke Mario Basler und Mike Lünsmann völlig frei zum 1:0. Doch im Vergleich mit den Amateuren hinken die Profis weiter zurück. Es kamen nämlich 49.000 Zuschauer weniger als am Mittwoch. Die 8.000, die kamen, sahen dann aber nach der Pause eine Hertha, die gewaltig aufdrehte. 63. Minute, Mario Basler zum 2:0. Dem wenig später Mike Lünsmann nach einem Abwehrfehler der Osnabrücker das 3:0 folgen ließ. Osnabrück hatte in den gesamten 90 Minuten nicht eine einzige Torchance. Daniel Scheinhardt machte dann mit diesem Sonntagsschuss in der 85. Minute das 4:0. Für das Spitzenquartett der zweiten Liga gilt weiter, Hertha BSC bleibt der Jäger von der Spree. Osnabrück verlor nicht nur das Spiel, sondern auch die Nerven. Dirk Hoffmann sah wegen Meckerns in der 88. Spielminute die rote Karte. Die Ergebnisse. Hertha Osnabrück, wie gesehen, 4:0. Außerdem Homburg, Stuttgarter Kickers 3:0. Wuppertal, Fortuna Köln 1:2. Darmstadt im Kellerduell gegen Düsseldorf 0:1. Und St. Pauli gegen Oldenburg 1:0. Gestern spielten Duisburg-Wolfsburg 3:0, Braunschweig-Rostock 1:1, Jena-Hannover 1:1. Morgen gibt's folgende Spiele: Leipzig-Unterhaching in Ranissimo, Mainz-Chemnitz, Mannheim-Remscheid und Meppen-Freiburg. Die Tabelle: Freiburg und Leipzig spielen ja erst morgen, ebenso Verfolger Mannheim. Hertha BSC nach dem 8. Heimsieg in Folge weiter auf Rang 5 mit 5 Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Der FC St. Pauli läuft wieder ins gesicherte Mittelfeld ein. Erstmal aufatmen am Millerntor, Platz 13, dahinter Mainz, Braunschweig und Wolfsburg. Die Kandidaten für die Amateuroberligen: Unterhaching auf Rang 17, auf den 6 Abstiegsplätzen 4 ehemalige Bundesligisten. Trotz des Erfolgs in Darmstadt, Fortuna bleibt Letzter.